Na Jungs, geht's gut? Oh, läuft. Es ist so schön hier zu sein. Echt nur Mädchen. Ich habe mich so gefreut. Ey, Auftritt auf der Hühnerfarm. Und mein Mann war natürlich auch sofort dabei. Aha, nur Mädchen? Das wäre interessant. Oh, und was macht ihr dann da so? Auch so hinter der Bühne? Weißt du, wo ich so denke, ja. Ja, was machen die Mädchen, wenn die alleine sind? Ich sag, ja, das Übliche. Wir geben uns hemmungslos mit Prosecco die Kante. Wir sind nackt und fummeln aneinander rum. Das denken die Jungs doch so ein bisschen. Ne? Ja, das ist so süß. Natürlich. Das ist irgendwie niedlich. Ne? Jungs, die machen sich die Welt wie sie mir gefällt. Das ist ja im Kleinen schon so. Ich konnte meinem Süßen letztens dabei zuhören, wie er es vor seinen Kumpels mal darüber schwadroniert hat, wie er beim Wickeln sich so anstellt. Also ich hatte die Hand verstaucht, ne? Er musste ran. Erstmal Bilanz, 85 verbrauchte Feuchttücher, 12 entklettete Windelverschlüsse, eine komplette Dose Bübchenwundcreme. Ich dachte, der Kleine hat eine weiße Unterhose an. Ich kann seit dem Tag mit einer Hand wickeln, aber hör ihn dann vor seinen Kumpels, als es der Lisa jetzt so schlecht ging. Klar, da musste ich auch ran. Also im Prinzip bei uns wickelt, wer Zeit hat. Hä? Ich dachte, von wem redet der denn? Ja? Sich kann er eigentlich nicht meinen. Er hat es aber in 3 Wickeljahren häufiger im Sudan geschneit, als dass der... so sehr mal gewickelt hätte. Aber in seiner Wirklichkeit, wenn man, da hat er 3 Jahre lang das gelbe Trikot der Tour de Pampas getragen. Und dann merkt man, das ist so toll. Männer, die machen das einfach. Ne? Ich sag mal, wenn der mal den Müll runterbringt, da feuert der sich 4 Wochen lang für. Oder? Und wir Frauen, wir sind immer so, ach, ist doch kein großes Ding, hey, ist doch kein Thema und so, klar, den ganzen Haushalt gemacht, ma, musste sein, ey, und so. Ne? Und so ein Kerl, für den ist das alles direkt eine Mondlandung. Kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für mich. Ja, ich weiß wirklich, ich mache den Geburtsvorbereitungskurs. Er hat den Muskelkater. Im Kreißsaal. Ich atme, er wird ohnmächtig. Und das Beste ist, wir gehen dann so raus aus dem Kreißsaal und er dann... Boah, ganz schön anstrengend. Ja? Ich sag, Bärchen, jetzt mal, ist nicht böse gemeint. Du, aber so unterm Strich. Oh, hab ich das Kind doch gekriegt, oder? Erzähl mir nichts von Schmerzen. Bin selber geboren worden. Das ist echt so super. Und letztens konnte ich Oskar Ralf wieder beobachten. Er sollte die Spülmaschine ausräumen. Und wenn Männer was machen, sie reden drüber. Man kriegt es mit. Das ist nicht einfach mal eben so gemacht. Er steht davor, ne, zack, Tür auf, heißer Dampf ins Gesicht. Aua! Aua! Wer hat die denn eingeräumt? Ich sag, ja, Sherlock, überleg mal. Wer hat die eingeräumt? Ich sag, und willst du noch mal umräumen? Ja, jetzt auch nicht mehr. Ja? Ich sage, wenn das vor dem Spülgang ist, dann steht der da aber wie Salvatore der Hütchenspieler und baut die Tassen und die Teller in die richtige Richtung. Aber so ging es also los. Und anstatt, weißt du, dass der einfach das Ding ausbaut, ich stehe daneben, der nimmt sich jedes einzelne Teil. So. Alles klar. Das ist echt das. Und wir Frauen, wir sind immer so unsicher in allem, was wir machen. Oh, wenn wir uns aufs erste Date vorbereiten, da wird eine Woche Sonderurlaub genommen. Und mit der besten Freundin telefoniert, ziehe ich das an oder ziehe ich das an? Du, ich würde das Blaue anziehen. Wieso sehe ich im roten Fett aus? Nein, ne, so das Übliche. Und natürlich, ne, wie nehme ich in einer Woche 15 Kilo ab? So. Und wenn der Tag gekommen ist, stundenlang dübeln wir uns da hoch und trotzdem stehen wir vorm Spiegel. Oh, die hängen aber heute sehr. Was ist das denn? Warte, aber wenn ich den ganzen Abend so gehe, dann geht's. Ja? So. Und Kerl, erstmal braucht er 1 Minute, um sich aufs Date vorzubereiten. Ungefähr die Zeit, die es dauert, um an der Unterhose zu schnuppern, ob es noch gut ist. Na, wo hatte ich sie denn hingestellt? Ja? So, und jetzt kann das ein Kerl sein, der kann aussehen, als hätte man ihn aus Fimo geknetet. Der steht trotzdem nachher vorm Spiegel. Ne? Das ist so, ey, oh, am besten aber bin ich für ein geiler Chromosomentempel, aber...
echt super. Und ich meine, wir Frauen, ne, wir sind auf jeden Fall, wir wollen gut vorbereitet sein, durch alle Schichten durch. Wir rennen auf jeden Fall ins Unterwäschegeschäft, um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Und jetzt kennt ihr das, Mädels, es gibt doch in jedem guten Unterwäschegeschäft, gibt es doch immer so eine Verkäuferin, die schon ewig da ist, so ein Midasaurus, ne? Die sich so völlig ungefragt mit in die Kabine schiebt, ne? Und ungehemmt an unseren Möppeln rumknetet. Als wäre das so ein Töpferkurs und wir der Aschenbecher. Och, das hängt aber nicht schön. Ach, da gehe ich mal bei, ist auch gar nicht ihr Modell. Noch ein bisschen was Strafferes, ja? Du stehst da und denkst, sag mal, was? Da kriegst du nebenbei noch eine 1A-Mammographie verpasst. Ja? So, und dann frage ich mich immer, ist das bei den Jungs genauso? Ja? Wenn die sich so eine Unterhose shoppen, ach, das hängt aber nicht schön. Sie sind doch Linksträger. Schieben wir den Lappen mal rüber. Dankeschön. Tschüss. Lisa Feller.